Gut. Ralf Hanschke, wir stehen beim ersten Training der Lausitzer Füchse im Stadion in Dresden. Wie ist Ihr Eindruck? Ja, für mich ist es unglaublich, wenn hier. Und man sieht das mal, wie überwältigend es ist, so ein Stadion hier, so eine Eisfläche hinzubauen. Und was jetzt alles auch damit zusammenhängt, das ist wunderschön und einmalig. Sind Sie da ein bisschen neidisch, dass es das zu Ihrer aktiven Zeit noch nicht gegeben hat, so ein Winterderby? Ja gut, ich habe im Open-Air-Stadion gespielt, im alten, mit 12.000, 13.000 Zuschauern. Ich meine, das ist ähnlich dessen, was einem hier erwartet. Ich denke mal, es ist nicht Wehmut dabei. Das ist einfach eine neue Zeit und es ist schön, dass es sowas gibt. Jetzt ist es eine Besonderheit, so ein Derby. Damals, Sie haben es angesprochen, war es gang und gäbe. Was ist der Unterschied? Erklären Sie uns das mal kurz, wenn man in der Halle spielt und wenn man da frei im Himmel spielt. Ja, die Witterungsbedingungen generell und natürlich die äußeren Einflüsse grundsätzlich, was die Fans dann auch bedeuten, wie auch immer das aussieht. Ich meine, es werden auch weiße Fans genug erwartet, aber grundsätzlich, das Eis ist anders, es ist spröder, es ist kälter generell. Irgendwo, es ist erst seit zwei, drei Tagen fertig und alles diese Komponenten machen es natürlich nicht einfacher, aber jeder hat die gleichen Bedingungen und deshalb denke ich, das ist alles gut so, wie es ist. Was bedeutet dieses Derby, diese Aufmerksamkeit für die Lausitzer Füchse? Ja, ich habe das vorher schon gesagt. Wir müssen ja bereit sein, weil es ist über 500.000 Einschaltquoten zu erwarten. Und es ist dieses, was hier passiert, das nimmt man mit in die nächsten Wochen und Monaten. Und es ist für das Image und die Reputation von Weißwasser ganz, ganz wichtig, dass wir gut abschneiden.